Veganismus ist das Feministinnen-Thema bzw. das Frauenrechtsthema schlechthin. 98% des Fleisches ist aus der Massentierhaltung, also wir brauchen uns nichts vormachen. Und in der Massentierhaltung sind einfach katastrophale, tierunwürdige Zustände. Es ist reine Tierquälerei. In der Milchindustrie werden auch die männlichen Kinder sehr schnell in den Schlachthof gebracht und zu Fleisch verarbeitet. Und die Mütter werden ihr Leben lang künstlich, ohne ihr Einverständnis natürlich, künstlich befruchtet und dazu gezwungen, wieder und wieder zu gebären und ein Kind zu bekommen. Wenn dieses Kind männlich ist, dann wird es weggenommen. Wenn es weiblich ist, wird es genauso weggenommen, muss das gleiche Schicksal erleiden wie die Mutter. Und man muss sich das mal vorstellen, dazu gezwungen zu werden, immer und immer wieder ein Kind zu bekommen und du weißt, du kannst diesem Kind kein schönes, freies, glückliches Leben bieten. Du kannst nicht, weil alles rund um dich, dein gesamtes Leben und auch das Leben deiner Kinder dazu verdammt ist, fremdbestimmt zu sein. Wie deprimierend, wie unfassbar schlimm muss es für eine Mutter sein, immer und immer wieder in diesen Zyklus aus Gebären und Kind wegnehmen hineingezwungen zu sein, ohne dass du auch nur das Geringste dagegen tun kannst. Wir wissen, dass alle Tiere in der Massentierhaltung, in der Tierindustrie, in der Milchindustrie nur einen Bruchteil, und zwar wirklich einen Bruchteil ihres Lebens, ich zeig's hier, leben. Wenn sie erschöpft sind, dann werden sie geschlachtet. Oft können diese Tiere nicht gehen und sich nicht halten unter ihrem eigenen Gewicht, weil sie so hoch gezüchtet sind. Und es ist unfassbar, dass das möglich ist und dass es von uns als Konsumenten finanziert wird, Tag ein, Tag aus. Wie viele zig Milliarden Tiere sterben? Jedes Jahr aufs Neue. Allein in Deutschland. Aber man denke sich das weltweit. Mit welcher Begründung? Es gibt hier für uns in der westlichen Welt auf jeden Fall keine Rechtfertigung mehr dafür. Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Jedenfalls ist es ein feministisches Thema, es ist ein Frauenrechtsthema. Jede Frau und jede Mutter auf dieser Welt, jede Mutter, die weiß, wie es ist, ein Kind zu gebären und man will das Beste für sein Kind. Ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ich kann es mir nur vorstellen und ich weiß es auch von meiner eigenen Mutter. Und sich vorzustellen, was diese zig Milliarden Mütter einer anderen Spezies, aber trotzdem Mütter, Jahr für Jahr durchleben müssen. Immer wieder gebären, immer wieder wieder Kinder entführt. Sie spüren schon, sie wissen schon, sie wollen gar keine Bindung mehr herstellen zu diesem kleinen Leben, das gerade aus ihnen rausgeschlüpft ist, weil sie wissen, dann wird es nur noch mehr wehtun auf beiden Seiten. Alles, was mit Milch zu tun hat, Butter, Käse, Sahne, für all das muss eine Mutter ein Kind bekommen. Das steht all diesen Produkten voran. Eine Mutter muss ein Kind bekommen und dieses Kind muss der Mutter weggenommen werden, damit wir die Milch bekommen. Also ein kleines Gefühl in unserem Mund, dass wir über all das stellen. Über all diese Mütter, über all diese Kinder, über all diese empfindungsfähigen Lebewesen, die gerne ein selbstbestimmtes, freies Leben haben würden, aber wir lassen das nicht zu. Wer von uns würde das aktiv tun? Wer von uns würde zu so einem Tier hingehen und das Kalb, das Kind der Mutter wegnehmen und ihre Milch anzapfen? So, wer von uns könnte das wirklich durchziehen? Deswegen schauen wir nicht hin und deswegen mögen die meisten auch keine Veganer. Menschen, die pflanzlich leben, weil sie einem das vor Augen führen. Mir könnte als Fleischesser, wenn ich einer wäre, ein Veganer scheißegal sein, wenn ich wüsste, dass das, was er sagt, nicht stimmt und für mich nicht relevant ist. Es könnte völlig wurscht sein. Aber im Kern wissen wir, dass da was falsch läuft. Und so wie es läuft, so wollen wir es nicht. Aber wir finanzieren es. Gar nicht bewusst, aber beim Gang ins Restaurant, bei jedem Bladel Wurst, bei jedem Glas Milch und bei jedem Käse und bei jedem Stück Butter. Und zu all dem gibt es schon rein pflanzliche Alternativen. Bessere und schlechtere, gesündere und ungesündere, verarbeitete und weniger verarbeitete. Aber da ist doch jeder Mensch selbst auf den Plan gerufen,
dass er sich ganze unverarbeitete Lebensmittel tendenziell kauft. Weil nicht nur die Energie und das Wasser, was da rein geflossen ist, weniger ist, der Verbrauch ist kleiner als bei allen tierischen Produkten, sondern eben auch, weil es gut für die Umwelt ist und weil es so viele Tiere rettet und weil es gut für unsere Gesundheit ist. Veganismus ist einfach unweigerlich verquickt mit Feminismus, mit Frauenrechten, für die Rechte aller Mütter, auch einer anderen Spezies dieser Welt. Bitte, lasst sie uns verschonen. Das war die Two Vegans One Cup Folge für heute. Schreib unten in die Kommentare, was du dazu denkst. Ist Veganismus wirklich eine Sache des Frauenrechts, eine Sache des Feminismus? Hängt das zusammen oder hängt es vielleicht doch nicht so zusammen, wie ich das jetzt irgendwie meine? Sollten wir konsequenterweise alle vegan werden? Reden wir drüber in den Kommentaren. Dir noch einen schönen Tag, du schöner Mensch.